Wir sind jetzt da im hinteren Ötztal, im Natura 2000 Gebiet, Ötztaler Alpen. Und es ist ja auch die Heimat im Prinzip des Ötzi, der vor 5000 Jahren gestorben ist. Da gibt es aber auch Pflanzen, die so alt sind wie der Ötzi und die leben noch. Die haben also vor 5000 Jahren gekeimt, nicht? Also das, was wir heute haben, ist natürlich ein bisschen noch, sind Abkömmlinge davon, die aber nie einen Samen gemacht haben, die einfach vegetativ weiter wachsen. Bis in alle Ewigkeit. Nicht? Was wir hier vor uns haben, ist ein Carex curvula oder die Krummsäcke. Die Krummsäcke, sie schaut aus wie ein Gras. Botanisch ist sie ein Sauergras, aber hat eine ganz spezielle Lebensstrategie. Dieses Exemplar hier ist ca. 50 Jahre alt. Sie hat einen Radius von 5 cm. Die Pflanze wächst 1 mm pro Jahr. Die wächst dann auseinander, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wenn sie hier sind, ist diese Pflanze vielleicht schon 1000 Jahre am Leben. Und die extremsten sind 5000 Jahre. Aber wir finden diese klonale Strategie, also dieses lange Leben, auch bei Alpenrosen, wir finden es bei Heidelbeeren. Wenn wir also diesen Rasen hier anschauen und uns dann die Frage stellen, es soll eine Skipiste geschoben werden und man geht ohne wirkliches Verständnis für diese Vegetation ans Werk und schiebt es den Hang hinunter, dann macht man etwas kaputt, das wirklich hunderte, wenn nicht tausende Jahre zur Entwicklung gebraucht hat. Und es ist absolut illusorisch, diesen Naturrasen wieder hinzukriegen in absehbarer Zeit. Wir sind da einfach in einem wirklich ganz sensiblen Gebiet. Bevor man da wirklich einen Eingriff macht, muss man sich das 20, 30 Mal sollte man sich das wirklich überlegen. Weil weg ist weg. Nein.